So, willkommen zurück hier. Zweite Map zwischen NiP und Quantic hier im Finale der ESEA Season 13. Und mit mir dabei noch der Struxi und der Klü. Uhu. Und wir sind live in der Pistol. IP habt ihr bekommen, hoffentlich? Ja. Sehr ja. Schön. Oh, kleine Falle von NiP am B. Frost mit dem First Track. Gatwad wäre danach gestanden. Ansonsten A schon relativ defensiv. Bin jetzt eigentlich ähnlich auch wie die Amerikaner es eben gemacht haben. Einer steht lange an der Kante und der andere ist geboostet am Spot. Haben sie sich vielleicht abgeguckt. Oh, Gatwad müsste jetzt schieben, ja, macht weil auch er kurz gerade ausgeschlossen wurde. Sehr gut gemacht von dem, die Infos geholt. Schau, ich spiele jetzt hier schön zusammen, go. Teppich raus. Das müsste eigentlich die Runde sein. Schön Spotfeld. Ja, ja. Boah, geboostet noch, ist aber bekannt. Boah, der geht nicht runter nach dem Frack. Was meinst du? Eigentlich machen wir so, ne? Er ist nicht runtergegangen nach dem Frack. Beziehungsweise, keine Ahnung, nee, er hätte sich auch dafür entscheiden können, einfach komplett zu warten, bevor er überhaupt einen killt. Weil den Planter plus den anderen, das sind schon mal zwei Gratis-Fracks, die er dann eigentlich hat. Jetzt eine Action, eine. Boah. Oh, die facen halt wieder zu krass. Die Runde war eigentlich ganz gut safe. Samples hat ihn eigentlich jetzt. Schön von Nico. Sehr schön. Ja. Auf geht's, Contact. So, die spielen zusammen, holen die Runde. Ja. Perfekt. Dann nochmal schön alles abgecheckt. Sehr schön und sicher gespielt. Nur mal wichtig, dass sie die Terrorpistole holen. Weil du hast ja gesagt, sie waren eben nicht so gut als Terror. Ja, fand ich schon mal ein paar Runden. Also vor allen Dingen haben sie halt die Mitte, wenn sie Mitte mal gegangen sind. Haben sie keine Smokes geworfen links, rechts, wurden immer von Very Games auseinandergenommen. Und das relativ oft auch, das habe ich dann nicht verstanden. Sie hatten halt auch immer die Smokes und haben sie halt nicht genutzt. Mal schauen, wie sie gegen NiP spielen. Boah, direkt Mitte go. Overhass. Ah, läuft ganz gut. Spot noch. Gefährt mit seiner Shotgun, Alter. Eieiei. Wenn sie die Runde abgeben, ist es ja. Dritte, vierte. Die Runde. Oh Mann. Bis zu dem Punkt, wo sie auf dem Spot waren, sah es eigentlich ganz okay aus. Oh Mann. Oh, ne, ich wollte gerade sagen, ey. Ich wollte gerade sagen, wenn sie beide Pistols gewinnen, ja, dann sehen die Karten schon mal ganz anders aus und dann passiert halt sowas. Ja. Vielleicht gewinnen sie ja beide Pistols, Alim. Ja. Dann die zweite Runde kassieren. Schade, ey. Wie sich aber. Irgendwie zahlt sich die Shotgun bei NiP immer aus. Habe ich das Gefühl. So oft schon damit die Runde geholt. Ja. Auf der North kommt vor allem. Ja, genau. Da hatte ich Gatrider mal zugeschaut, ja. Hast du die Szene hinter ihm gesehen, oder was? Ja. Okay. Ja, auf der Leinwand. Als Zuschauer. Ja. So ungefähr war es jetzt auch hier. Hier für Flare mit der P250, spart schon mal auf Nave. Das schiebt jetzt zu B. Nee. Ah, ich glaube, da wäre eh noch da. Ich glaube, die haben auch über dem Balkon haben sie schon die Infos gesammelt. Die wissen also jetzt Bescheid. Forest kommt von hinten mit Pump. Boah, der Flech kommt wieder zu spät. Aber ich glaube, macht sie trotzdem. Sind auch schon zu dritt da. Von hinten machen sie auch dicht. Forest von hinten. Oh, nice. Und, oh, das gibt es. Und oh, das ist noch. Schade. Forest mit 7500. Gatrad auch. Ja. Nee, nicht Forest. Hier. Exist. Exist, ja. Das ist ärgerlich. Forest auch über 7000. Das ist in der dritten Runde, in der vierten Runde. Ja. Das ist ärgerlich. Das finde ich übrigens richtig cool, dass ein Knifekill so viel Geld gibt. Ja. Weil dadurch, keine Ahnung, eigentlich ist man ein Noob, wenn man irgendwie im Official versucht zu knifen, aber jetzt macht es halt Sinn, ne, es zu probieren so, wenn man hinter einem ist. Deswegen sieht man dann ein paar öftere, ein bisschen öfter mal einen Knifekill. Das ist schon cool.
Weil die haben es gekauft. aber die rennen zu Forest, der da wieder mit Pumpgun steht. Auf Close Distance. Ah, die wissen nicht, dass es gesmoked wurde, sonst würden die reinrennen, ne? Das habe ich eben gerade auf Dings auch gemacht. Boah, er verschießt den ersten schön von TCK. Ani will damit sagen, Forrest hat was von ihm gelernt. Ja, mir kommt so vor, als ob sie meine Matches angucken. Also langsam wird es hier langsam abgefertigt. Nix ist mit der Guardian. Alter, wie gut sie da wegflashen. Gutes Support von Get Right in die beiden Haus sind super low. Die hat. Es ist schon gut runtergeschossen. Keine Chance. Ja, die Runde direkt wieder gedreht. Aber auch gepickt. 3-1 Nip. Und also, obwohl es eigentlich hätte 3-0 stehen müssen. Mindestens. Get Right schon Millionär. Eigentlich müsste Forrest so viel Geld haben, der hat ja genannt. Er ist eben gestorben, also musste nachkaufen. Ah, stimmt, ja. So, Full Spar. So, 4-1. Puffler ist schon wieder gestorben. Also mir ist aufgefallen, der stirbt halt immer an der Eco. der handelt halt die Frags hier. Ja, aber man kann sterben, aber auch ne? Nichts machen, ne? Die Glock ist einfach so overpowered. Ja. Frosthöhle mit Arve. Ist er wieder Mitte alleine? Der Rest wieder über falsche Mitte am Aufbauen. Nip noch zu zweit am B. Stehen noch diesmal defensiv am A. Zumindest im Haus. Schauen, ob jetzt gute Smokes kommen. Also Nip hat bis jetzt überhaupt gar keine Information, was die Terrors machen. Weil sie den ersten First Contact haben, wird Get Right smoken und dann sich verpissen wahrscheinlich. Er hat keine Smoke mehr. Ah, das ist schon durch die Smoke mit dem Frag. Jetzt kommt Frost erst nach. Haus steht nach Rico gleich bereit. Ja, aber Get Right ist schon am A. Oh, jetzt Doppelflash. Geht mit der Flash raus. TCK, Alter, er macht das. Boah, schöner Headshot von Nico gegen den Spot-Spieler. Boah, was Get Right da gemacht hat. Bombe kann gelegt werden. Action wird, glaube ich, schon. Nee, kommt noch keiner. Get Right wieder guter, wichtiger Move, kommt jetzt übers Haus. Hiko ist sehr wichtig jetzt. Darf Get Right eigentlich noch nicht so früh erwarten? Er wird noch einmal schauen. Boah, ich weiß, ob er jetzt nochmal schaut. Boah, und jetzt ist das gleiche Ding. Oh! Was der für ein Aiming hat, Mann. Sag's ja, der ist so richtig krass. Sick. Auch eben auf Nuke, dieser 180-Grad-Shot. Boah, das rechnet ihn gerade die Runde. Krass, Alter. Ja, man, der hat irgendwie so ein bisschen höhere Sens, ne? Und, boah, sein, ja. Nur Teile. Der ist schon sick. Wichtig, dass Quantic jemand wieder eine Runde klar macht. Nip hat aber so viel Geld. Dauert noch ein bisschen, bis sie hier im Sparen sind. Ich nenne mich jetzt auch Hiko. Da geht rein, ne? Oder einfach nur andersrum. Jetzt dann drück ich auch diese Headshots. Oh ja, war's ja mal so auf dem Public. Naja. Da hieß du dann Angel, oder? Ich wollte gerade sagen, da hat sich Arnie dann Aprox genannt und dann ging die rein. Auf jeden Fall. Boah, was mit Foster. Nicht, dass er dann in die Falle reinläuft. Felsen. Was jetzt auf jeden Fall schon eingenommen. Ja, bekloppt er davor. Bob Frost. Weg da mit 7 AP. Jo.
ist ein Glück, dass er das überlebt. Oh, noch ganz offensiv in der Mitte. Und das, obwohl die Gegner schon im Boiler sein können. Was so gut ist. Aber Gott sei Dank geht da keiner auf Break. Gedrad jetzt schon wieder mit drüben. Sie viert am A. Ja, es gibt wohl wieder den Grund. Sie gehen wahrscheinlich zurück zum Kleinen. Meinst du? Die Bombe ist noch falsch, ja. Gedroppt auch gerade. Jetzt gepinkt. Ja, natürlich. Sie werden ein Fake spielen, sie werden jemanden ein Haus rausschicken, beziehungsweise der im Haus wird etwas Action machen und der Rest wird zurück zum Kleinen gehen. Auch sehr gut angesagt, weil sie wissen, dass Gedrad schnell kommt. Vor allem so ungefähr bei dieser Zeit. Boah, aber er hat die Mitte gesehen. Ja, und Forrest gibt direkt den Headshot im Haus. Gedrad, ja, das ist so, ist weiß, offensichtlich. Oder beziehungsweise ist. Ja, es hat zu lange gedauert einfach. Ja, vor allem dann noch irgendwie Flan klar, hat das Mitte gesehen, er hat noch einen Frag gemacht. Ja. Keine Chance. Ja, schade, war eigentlich gut gespielt, aber ein bisschen zu lange gebraucht. Ja, das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Man hätte die ersten 45 Sekunden, erste Minute hätte man abschneiden können und man hätte nichts verpasst bei Very Games gegen Quantic. Aber man muss auch sagen, das ist gut von Nip gespielt, weil die haben sozusagen die Mitte verloren, dadurch, dass sie am Anfang Death waren und dann weggesmoked wurden, haben sie sich aber wieder zurückgeretaked. Ja. Also ohne Contact halt, weil der Contact weg war. Und dadurch dann, klar, das ist nicht nur, dass Fiffler an die Mitte runterfällt, sondern allein, wenn er oben Mitte halt ist, schon wieder, und da nichts sieht, dann weiß er halt direkt schon, dass es Richtung Klein geht, bei der Zeit. Es waren ja, glaube ich, 30, 20 Sekunden. Ja, das ist auch sein Timing von Exist. Er hat die ganze Zeit Mitte gespottet, und wenn er weggeht, ja. Das ist der nächste Eco. Direkt ist Gedrad wieder da. Ich hoffe mal, dass sie daraus jetzt ihre Schlüsse ziehen. Wobei. Na gut, jetzt sind wir auch da. Wenn sie am A wirklich ein Fake und dann gegen einen allein im B. Wir hatten eine gute Möglichkeit. Spielen wieder in Standard. Frost allein Mitte. Boah, was hat Zemphis da gedrückt? Döner Fenster aufgegangen, ja. Wollte damit Arme zielen. Krasser Shot. Krasser Shot von Zemphis. Exist mit Refrag-Versuch. Und der NBK Posi. Zu Frackgeldern eigentlich. Überzahl weiterhin für Quantic. Freeback von hinten. Und er ist halt richtig schnell da. Läuft ihn jetzt vielleicht rein. Boah, er wurde angesagt. Wir sind aber noch blind. Gute Flash von ihm. Trotzdem weiterhin die Überzahl. Und wenn sie jetzt beide spotten, können sie eigentlich B gehen. Boah, er holt ihn sogar blind. Ja, Frost ist am Umdrehen. Ah. Ja, Frost, ey, er kann noch die Runde holen. Ja, beide sind noch am A. Er hat halt eine Arme, ne? Zum Planten kommt auf jeden Fall. Weiß gar nicht so schlecht, vielleicht, dass sie die ABP hat. Nip rafft's immer noch nicht. Also er hat nicht irgendwo Zeit eine MP leben. Oder so? Nee, ne. Boah. Boah. Das wird schwer, Mann. Hätte er nicht lieber Y bleiben sollen? Ja. Ja. Finde ich besser. Hätte er jetzt Base gucken können, hätte vielleicht einen leichten gehabt, dann das Y wäre war echt krass. Aber das ist auch gut, wie er es spielt, weil sie werden ihn erstmal nicht Banane vermuten, sondern eher Ruine oder ein Y da. Ja, jetzt wissen sie es eben. Zweiten auch direkt. Eine Flash noch, jetzt zieht durch. Bam, Gedrad hat ihn blind. Boah. Ich hätte auch Y besser gefunden. Ja. Oder wenn, muss er halt den ersten Schuss direkt hitten. Damit er noch eine Chance hat. Schade. Aber sie hätten eigentlich auch eher umdrehen können. In den entscheidenden Momenten ist Quantic dann doch halt irgendwie keine Gefahr für Nip. Sam ist jetzt mal BM vor Contact. Aber auch nur alleine, duckt sich rein. Keine Flash von hinten. Wird wieder auseinandergepflückt. Der nächste und der nächste.
Einfach ein Frackfest für Nip. Der letzte fällt auch. So. Eco wieder. Dann schon 9-2. Aber wenn man sich echt nochmal überlegt, dass sie die Pistol gewonnen haben. Und jetzt erst zwei Runden haben, ist schon bitter. Und Nip muss ja nicht mal irgendwie großartig was umstellen. Quantik ist ja hier unter Zwang. Ja, die Smoke kommt jetzt ein bisschen blöd. Welche? Quantik. Ja, die in die Mitte. Ah, die in die Mitte. Die wollten gerade hochgehen. Aus dem Haus unten rausbürsten, dann werden sie weggesmoked. Das ist diese eine Minute Smoke, die kommt irgendwie immer. Mein Nip steht immerhin offen, siehst du, das ist gegen eine Eco, nicht optimal. Denken halt eventuell zwei Frags. Boah! Boah, das war die krass, oder? Noch einen. Ja, gegen die Ave. Ja. Aber hallo, ey. Aber Forest steht. Ja, die Chance. Ja. Forest macht halt leider Gottes alle. Aber das ist das, was ich angesprochen habe. Dass sie ihnen eventuell mehr Frags geben, wenn sie gegen Eco offensiv stehen und ja, haben auch direkt drei Frags gegenbekommen. Hätte Weil Forest jetzt Haus gedeckt, wäre die Runde wahrscheinlich lost gewesen. Aber er steht dann eben noch da, wo sie nicht mit ihm rechnen und kann dann halt alles holen. Vier League. Schöne Antwort. So, jetzt ist Semphis mal wieder in der Mitte mit dabei. Frost nicht nur alleine. Kleine Umstellung im Standardaufbau. Er nimmt ganz offensiv in der Mitte, wird es da geblockt. Frost eben nur zum Auto. Er hat auch die Bombe. Du hast aber kaum Damage bekommen. Ja. Immerhin die Info. Lebt wieder zu viert am A, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja. Und zwar sehr, sehr krass zu viert sogar. Da spielt gar keiner auf Schieben zum Kleinen. Und das müssen sie eigentlich mal bestrafen. Ja. Machen jetzt sie jetzt scheinbar auch, aber es dauert zu lange. Nee. Passieren dazwischen. Es funktioniert einfach nicht so. Also gedacht ist es wahrscheinlich ganz gut, aber... Die haben auch einfach ein bisschen die falschen Reads, so. Die Umsetzung fehlt. Jetzt sogar Fehler von Fliehflaren, am Großen zu bleiben, in Überzahlsituation bei der Zeit. Jetzt schieben sie erst... Oh, das ist spät. Boah, die Gegenfläche sitzen aber richtig gut. Gibt natürlich Quantik noch eine Chance, die Runde zu holen. Ah, da müsste der Kabeltrommelspieler eher fallen. Ja, der steht aber auch sehr aggressiv, also... Oh, CCK macht's nicht. 7 Sekunden noch. Kein Problem, dann findet... Gute Flashes von Freeworld halt. Auf jeden Fall. Hab gut Zeit rausgeholt. Aber die nächste Runde auf Nips Konto. 10-2 und das Geld. Alle über 10k. Gut, jetzt ein bisschen weniger, aber die können auf jeden Fall hier durchkaufen. Was geht. Aber wirken schon ein bisschen kreativlos. Ein bisschen ideenlos. Und dann jetzt wieder einfach rein. Ah, Nip auch einfach komplett on fire. Ja, ich tippe grad alles. Ich weiß nicht, mir gefällt das Spiel überhaupt nicht von Quantic. Sie mixen halt auch gar nicht, sie variieren
kaum was, also machen eigentlich nichts in der Banane und wenn, ist es schlecht. Ansonsten haben sie nur ihren Standardaufbau. Wollen dann irgendeinen Fake spielen, werden aber schon zerschossen. Also. Ja, das Problem ist ja immer, wir haben ja nie die Mitte, beziehungsweise wird die Mitte halt wieder eingenommen von Nip. Dadurch klappen halt die Fakes überhaupt nicht. Ich meine, eben hat Nip mal den Fehler gemacht, obwohl sie die Mitte hatten, nicht zu schieben. Ja. Und Friberg war alleine, aber... Ja, aber warum dann nicht einfach öfter über Haus gehen? Jetzt, so wie jetzt zum Beispiel. Stark von Hiko, man hat jetzt ja, vielleicht großen Sand. Boah, schöne Runde. Fakes. Aber ja, genau so. Siehst du, kaum geht mal über Haus. Geht der Mitte aus dem Weg. Jetzt aber auch die Runde holen. Ja, die holen sie aber. Sie stehen absolut perfekt. Ja, der ist... Also besser kann man nicht stehen, als sie gerade stehen. Schön von der ist. Das war gut gesehen. Nice. Okay, schöne Runde für Headshots. Schöne 3K. Dritte Runde für Quantic. Jetzt bitte noch die restlichen beiden holen. Nip kann auf jeden Fall in beiden Runden kaufen. Nip jetzt mit 4 M4 ist diesmal keine Ave. Ja, haben schon lange keine. Wird da wieder was Aggressives in der Mitte. Gut, von Quantic, die flashen direkt ab. Ja, das die wissen Frost natürlich, dass Nip auch gerne mal einen Push spielen kann bei dem Spielstand oder auch gerne mal spielt. Haben alles gut abgeflasht. Nip wollte da auch was machen in der Mitte. Oh, und die sind diese Banane jetzt richtig doppellang. Doppeln jetzt Banane. Wobei Get Right vielleicht gleich schiebt. Quantic arbeitet generell immer sehr wenig Banane. Versuchen es gar nicht bis vorne hin einzunehmen. Das dadurch natürlich auch immer sehr viele Informationen für Nip. Genau, das meinte ich vorhin. So, jetzt wieder 50 Sekunden. Getright schiebt jetzt auch. Wenigstens hat man die Rippen jetzt, die Mitte. Aber bei links im Eck steht noch einer. Steht auch nur umgedreht. Noch wissen sie nicht so richtig, was sie machen wollen. Schlitze. Jetzt geht's zurück zum Kleinen. Und da steht gerade die Mitte einnehmen. Und er kriegt den oder nicht. Freeberg, meine ich. Oh, schöner Refrag. Schön von Dazed. Guter Frag von Dazed auch. Oh, 3 gegen 3. Getrad ist da. Boah, er macht den ersten. Oh, alles Prefire immer. Das ist sehr schön von Getrad. Das können sie vielleicht sogar noch machen. Oh, Hiko muss ausrasten. Schön. Getrad vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Jetzt kann man es aufpassen, der hat nur 20 HP da im Beet. Schade, und hier kommt die Zeit. Der ist auch bekannt. Oh, mit Timing. Schön den ersten. Holt noch ein bisschen Zeit raus. Oh, das reicht. 19 HP. Oh, das reicht noch, oder? Oder? Nee, krass. Aber. Weißt du, warum es nicht gereicht hat? Weil die Bombe weil er noch auf lag. Die Bombe gejumpt ist. Hätte doch auch normal defusen können. Hast du es gesehen? Das macht da aber nicht so viel. Ja, aber es war ja jetzt nicht mal eine halbe Sekunde, ne? Also. Naja, also eine Sekunde bestimmt. Aber der Jump, der ist ja dazu da, um eher auf der Bombe zu sein. Oder? Normalerweise kannst du doch. In der Luft kannst du nicht defusen. Nicht? Nein, erst wenn du in 1.6, wenn du da drauf gejumpt bist, dann konntest du glaube ich schon defusen. So, ja, in Source macht's dann so, dann kommt so ganz oft da Defuser und man kann nicht deffen. Geht vielleicht hier echt anders. Oh, dann war's natürlich okay, aber es war ja wirklich vielleicht eine halbe Sekunde oder so, um die jetzt nicht geschafft hat. Aber auch gut, dass die Bombe davon lag. Wenn sie Brunnen gelegen hätte oder so, hätte es halt geschafft. Ja. Mal wichtig auch, dass sie noch eine Runde hier mitnehmen. Ja, die letzte wäre auch noch wichtig. Aber First Track gefangen. Direkt schon verpasst. Wieder einer im Eck. Gute Flash. Bin schon wieder zu viert am A, Nip. Ich glaube, Nip nimmt wieder die Rippen gleich ein. Jetzt gespottet, jetzt gibt's die.
Die wissen aber, dass nee. Er da ist, oder? Ja, haben ja, sie haben ihn gerade gespottet. Er kriegt jetzt nochmal eine Flash und will sich selbst rausmorphen. Ist gerade ein bisschen gefangen. Oh, der Flash hat einen Ticken eher raus. Schade. Aber die Runde geht am Nipp. Die stehen da schon ja, zu dritt und sie laufen da komplett in die Falle. Ah, schade, ey. Ah, schön. Natürlich Headshot von außen immer ein bisschen einfacher zu sagen, ja, aber Gadget ist natürlich schon eigentlich in 90% der Runden am Großen, ne? Ja. Ich sag ja, dann, genau das ist das, dass sie so wenig Kontrolle haben, so wenig variieren, mal Banane offensiv gehen. Aber wie gesagt, das von außen immer ein bisschen einfach zu sagen, man weiß halt nicht, ob die das immer so mitkriegen in Game, dass er da wirklich jede Runde schon ist. Ja, aber ich meine allgemein der Spielstil, dass man eigentlich nichts mal Banane macht. Nicht mal, weißt du, man sollte wenigstens ein bisschen variieren, damit Nip dann wirklich nicht immer jede Runde zu viert am Arsch stehen kann und eine Banane abstellt. Das macht's halt Nip zu einfach, finde ich. Restart könnte auch langsam kommen. Mehr wäre das 2, da sind die Amis ja eigentlich ganz okay. Ja, das Teil wäre auf jeden Fall spannend, ne? Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Doch nicht. Wobei, keine Ahnung, also irgendwann die Amerikaner erzählte wirklich gut drauf. Und wenn die sich in so einen richtigen Run spielen wie eben. Ja, hoffen wir mal, dass sie die Pistole gewinnen und danach vielleicht auch mal eine Anteco, ja? Genau, die zweite Runde. Dann könnte das auf jeden Fall nochmal ganz schön eng werden. Na komm schon. Endlich geht's weiter. So, viel Spaß. Zweite Hälfte Quantic gegen Nip. Hier im Overall-Finale. Ich denke mal, wir werden auch wieder 5-7 sehen. Jo, bei Dazed. Frost, glaube ich, auch einer. Jo, die beiden 5-7-Spieler. Beide noch eine Nate dazu. Beide 0 Dollar. Ist noch diejenigen, die am A spielen. Zu dritt was am B von. Sieht das mal aufbauen? Zusammen. Ah, pushen zu zweit Haus. Gehen auch direkt mit auf Contact, wo gar kein Gegner ist, wenn ich das richtig sehe. Sie sind zu dritt am B. Ah. Das ist so bitter, dann das hier schon wieder. Schwache Aufstellung, würde ich sogar eher sagen. Von den Amerikanern. Oh, er hat ihn gesehen, Forrest. Oh, ist guck an jetzt. Richtig jetzt. Ja, bitte. Hast du es gesehen? Man sieht nein, ihn da. Nein, leider nicht. Weil wir eben die Diskussion hatten. Er hat ihn wirklich gesehen. Im Kinderzimmer. Was, echt? Noch. Ja, sicher. Ich hab's dir doch gesagt. Niemals! Ey, das müssen wir gleich testen. Gleich oh nein! Die was macht der denn da? Und der Rest der MB hat aber auch überhaupt nicht darauf reagiert, dass sie ein Haus eingenommen haben. Ah, die vielleicht haben irgendwie spekuliert. Pushen. Ja, ja, ja. Das dürfen sie doch nicht. Und das fast unrecallbar. Ich meine, sie haben sogar noch ein Kit, aber.
Nee, da wir sind halt auch nicht angeschlagen. Ja, eh war gut. Die Flaren spielt das natürlich auch super gut, da im Boiler. Boah, perfekt gemacht von ihm. Und Nip holt gerade mal hier die erste Pistole in dem, auf der Map. Aber trotzdem schon 12-4. Vielleicht kauft Quantic auch in der dritten Runde direkt. Vor allem, wenn sie jetzt noch ein paar Fracks ziehen. Eine interessante Fläche gezogen von. Ah, schade. Die werden noch kaufen. Ach, hat dann noch einer Netshot bekommen mit Forest? Das ist natürlich jetzt so eine Sache, ob sie jetzt kaufen. Eigentlich lohnt sich nicht, aber vom Score her müssen sie es machen. Ich würde es schon tun. Die machen es auch. Ja. Eigentlich finde ich es auf jeden Fall eine gute Entscheidung, ja, wenn man den Score betrachtet hat, auch wenn sie jetzt nicht viele Waffen gezogen haben. Nip hat aber alles komplett geupgradet. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob die vorher schon so große Sachen hatten. Ich habe die Antike nicht so richtig verfolgt. Auf jeden Fall nur große Waffen bei Nip. Boah, ich bin direkt ein Push-Banane. Und mit der Vorteil auf jeden Fall bei Nip. Boah, auch 7 Nades. Zwei fallen direkt zum TCK im Auge machen. Das ist sowas von vorbei. Leider, leider. Ah, wenn Senf ist jetzt noch Kollege Bait Ride da holt. Guck mal, er hat ganz genau gewusst, dass der da steht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er überhaupt noch ein Kit picken kann, aber da liegen ja an sich vier Leichen. Und wenn sie eins hatten, muss es da liegen. Der jetzt abgeflecht wird. Zack, die zweite Flash. Keine Chance. Okay. Er hat aber eine Smoke und zwei Flashes. Er soll es auf jeden Fall probieren. Lag da jetzt ein Kit? Ohne Kit braucht er es nicht probieren. Also ich sehe keins. Ja. Weggehen. Jetzt auch. Ah, schade. Oh, könnte jetzt vielleicht noch sterben. Nee, komm weg. Jetzt noch eine Eco oder würdest du jetzt nochmal kaufen? Jetzt müssen sie, einer hat halt eine Waffe, ne? Ich weiß nicht. Ich würde jetzt nicht kaufen, sie machen es. Du musst aber eine droppen, wenn sie kaufen. Der eine hat einfach Tiltkauf gemacht, obwohl Eco angesagt war, so sieht es nämlich aus. Ja, der Rest kauft nicht. Hallo? Ich kann nicht mehr klicken. Nicht mehr umschalten zwischen den Spielern. Könnt ihr noch umschalten? Ja, ja, ist manchmal ein Bug. Ja, jetzt geht's wieder, ja. Ja, das klappt. Oh, Hiko auch mal mit 5-7. Oh, B-Einnahme? Ja, eine Bord Richtung B auf, also. Seine Eco. Boah, die Fläche ist einfach so gut, da Richtung Base. Base kann nichts machen. Ja. B eingenommen. Du war jetzt schon mal sicher für Nip. Zweifel ganz stark, dass Quantic jetzt hier nochmal auch noch eine Runde holt. Frost wenigstens noch mal eine Arme, kein Kit, keine Weste. Banane sterben sie wenigstens nicht direkt wieder. Nip läuft zu dritt an, Bombe wahrscheinlich mit oben. Macht's halt gut, sie holen sich jede Runde einfach oben die Banane. Ja, außer genau. In der Anti-Eco eben, aber das war ja okay. Ja, die Flash ist Richtung Base. Kannst du eigentlich auch nicht mehr stehen gegen Nip. Aber wäre schön von Dazed. Hat sich aber das Haus nicht geholt. Und nur noch eine Minute Zeit und Nip hat nicht wirklich Map Control.
Der Dread checkt das jetzt alleine ziemlich auf Risiko, wenn da irgendwo einer steht, ist er halt tot. Ja, es geht Er auch. versucht halt Informationen zu sammeln, wo die stehen. Der Go wird am. Aber schau, ja. Er Boss wäre wird beinahe versuchen, lang fast weg gewesen. durchzukommen, wenn er nicht zum Kleinen zurückgeht, aber er supportet ihn noch nicht mit Flashes. Macht Forrest doch jetzt. Wenn Getroid fake, geht er lang auf die Shiva-Frags und die anderen beiden gehen zum Kleinen. Das ist sehr gut gespielt von Nip. Ja, TCK hat's Flash, gecheckt. Ahiko steht. Boah. Kann ansagen. Boah, Forrest macht einen. TCK. Ah. Und jetzt, oh, sie haben Oh, sich die doch Großen. umentschieden und sind Ja, nochmal das ist zurück auf so den Großen krass. Das gekommen. ist richtig stark Ist, ja, gespielt. es ist Hammer gespielt, einfach nur. Ja. Oh, der ist sein zweiten in der Runde. Boah, es war halt so Doppelfake-mäßig gespielt. Mit zwei Jokern auf dem großen Spot. Boah, der Wow. Haus spielt auch gut, legt das gar nicht an, geht kein Risiko ein. Sie wollen hier wirklich den Sieg, sie wollen die $17.000 sind's, glaube ich. Boah. Höchste Preisgeld, glaube ich, bisher. 17.500 Ja, Sternchen. siehst du. Ja, fünfmal so viel, wie viel wir heute gewonnen haben. Boah, hat ihm so einen Headshot gegeben. Ja, schade. Vorbei. Leider wirklich ein enttäuschendes Finale. Ja, Very Games gegen Nip wäre auf Also jeden das war wirklich Fall ein das beste schönes Spiel Matchspiel. eigentlich. Auch ESC gegen Quantic Und war ganz okay. Also es gab wesentlich bessere Spiele hier in diesem das Turnier. war jetzt Also Finale, ja? das soll das Der Finale gewesen sein, ja. Overall-Finale, ja. Also, das ist schon ein bisschen. Ich glaube, ESC hat auch mehr Gegenwehr geleistet. Oder Very Games vor allen Dingen, die da nochmal Ja, besonders ja, ja. motiviert sind. Ja, auf jeden Fall. Schade, aber Kratz an Nip. Trotzdem Quantic sich ganz gut verkauft, bis hierhin auf jeden Fall. Nip dann Ja, auf halt wie jeden immer Fall. eine Nummer zu groß. Danke Jungs noch hier fürs Mitcasten, auch wenn es nicht so spannend war. Schönen Abend noch und bis Danke, morgen. Gleichfalls. Ja, Haut jo, rein. danke. Ciao. Tschö. So, ich danke euch auch, dass ihr das Turnier bei mir hier verfolgt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag.